Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Pokémon Y. In der letzten Folge hatten wir das Labor von Flordelis einmal richtig gängig infiltriert, hatten auch noch einen Forscher besiegen können, und zwar Xerus, der natürlich die ultimative Waffe wieder hergestellt hat und somit es in Chromlexia blüht, die giftige Blume, die dann die ganze Menschheit auslöschen will. Und jetzt müssen wir natürlich Flordelis stoppen, um die ganze Sache ein Ende zu bereiten. Vorerst habe ich noch vergessen zu speichern, falls es dann brenzlig wird. Also lass uns jetzt anfangen. Flairs Geheimbasis. Und hier geht es natürlich nach unten. Vor 3000 Jahren kam die ultimative Waffe zum Einsatz und kostete viele Pokémon das Leben. All die Pokémon, die auf Route 10 an Steine gebunden wurden, speisen die ultimative Waffe mit Energie. Ich lege mein Schicksal in die Hände von Flordelis und mache mir aber dennoch Sorgen um die Zukunft. Die scheinen wohl nicht sehr, sehr begeistert zu sein, was Flordelis vorhat. Flordelis hat mich befördert und somit gerettet. Wir absorbieren nur die Energie dieses mysteriösen Kokons. Das ist alles. Hier und weit und breit kein Pokémon. Die ultimative Waffe ist soweit. Jetzt bleibt nur noch, sie mit all der Energie dieses Objekts aufzuladen. Solange nicht alle auf der Welt glücklich sind, kann auch der Einzelne nicht glücklich werden. Aber die Welt ist so groß und es gibt so zu viele Menschen und Pokémon. Und da ist Flordelis vor uns. Noch zur Sicherheit mal speichern. Geht ja ziemlich schnell. Und dann werden wir jetzt mal Flordelis konfrontieren. Die ultimative Waffe ist wie eine Blume aus dem blauen Boden gesprossen und steht nun in voller Blüte. Ist ihre Schönheit nicht einfach hinreißend? Und während wir sprechen, bezieht sie Energie vom legendären Pokémon. Red, es tut mir aufrichtig leid, dass die Waffe geborgen wurde, obwohl du im Labor richtig gewählt hast. Aber in der Welt prallen so viele Egos aufeinander. Es läuft nicht immer so, wie du es gern hättest. Wir werden nicht zulassen, dass du die ultimative Waffe einsetzt. Obwohl Ressourcen, Platz und Energie auf dieser Welt begrenzt sind, wird sie inzwischen von viel zu vielen Menschen und Pokémon bevölkert. Wer von anderen Geld und Energie raubt, ist im Vorteil. So läuft es leider in der Welt. Aber das gibt doch dir noch lange nicht das Recht, alle bis auf die von dir Auserwählten auszulöschen. Lasst mich euch eine Frage stellen. Ihr besitzt genau den Megaring. Habt ihr ihn miteinander geteilt? Das ist doch etwas völlig anderes. Ja, wir haben um ihn wetteifert, aber wenn es von irgendwas nur ein Exemplar gibt, dann kann man es nicht teilen. Wenn man etwas nicht teilen kann, dann wird man es für sich haben. Wenn man etwas für sich haben will, dann bekriegt man sich deswegen. Letzten Ende gibt es nichts genug für alle. Es gibt nur einen Weg, eine Welt zu erschaffen, in der es genug für alle gibt, in der das Leben schön ist. Man muss ihre Bewohner reduzieren. Was ist mit dem Pokémon? Er weint ja. Du weinst ja. Warum? Pokémon dürfen nicht mehr existieren. Sie sind wundervolle Geschöpfe. Menschen und Pokémon sind in Hand gegangen und haben gemeint, zusammen so viel erreicht. Genau deshalb werden Pokémon unverweigerlich als Werkzeug zum Streiten und Rauben benutzt werden. Das reicht jetzt. Ihr wollt die ultimative Waffe aufhalten? Und ich werde das nicht zulassen. Das Einzige, was wir tun können, ist kämpfen.
Ihm ist es vollkommen egal, ob Pokémon und Menschen auseinandergenommen werden. Was für ein kranker Bastard. Der zweite Kampf gegen Flordelis und ich glaube, es wird jetzt auch nicht das letzte sein. Wir werden es sowieso jetzt dann seinen Plan jetzt endgültig in die Ecke drängen. So, Deine, du bist dran. Level 50 ist er schon richtig stark. Aber ich glaube, es wird wahrscheinlich jetzt nicht der letzte Kampf sein mit ihm. Ich ahne schon, dass jetzt ein weiterer Kampf dann wahrscheinlich kommen wird. Roleo. Boah, Deine, du hältst aber richtig viel durch. Ach, der war nicht so sehr ein. Nicht so sehr. Das ist alles, was du drauf hast, Flordelis. Jetzt ist Schluss mit lustig. Kraft, sich für eine Sache einzusetzen. Aber wofür setzt du dich ein? Wird er eine Zukunft, die nur noch schlimmer wird als die Gegenwart? Beeindruckend, du bist wirklich stark. Aber du kommst zu spät. Es gibt keine Hoffnung mehr. Geh runter in den untersten Stock und sieh es dir an. Es ist überhaupt nicht zu spät. Gehen wir das legendäre Pokémon suchen, Monsieur R. Ein starker Trainer lässt sich nicht nur von seinem Pokémon beschützen, sondern beschützt diese umgekehrt genauso. Sieh nur, da hinten geht es runter zu den unteren Stockwerken. Das erinnert mich ein bisschen an ein gewisses Spiel, wirklich. Dieses Labor. Aber ich will es nicht spoilern für diejenigen, die wahrscheinlich Final Fantasy gezockt haben. Wenn ihr schon damit denkt, ja. Es ähnelt sich ein bisschen gewisserweise. An dieses Labor, was wir schon bereits kennen. Was viele vielleicht schon von Final Fantasy 7 kennen. Ja. Ich habe schon etwas gesagt. Sorry. Beeilen wir uns. Wir müssen euch bitten, umzukehren. Weiter unten befindet sich schließlich das legendäre Pokémon. Warum zählst du denen das? Ich fass es nicht. Wie kannst du nur so blöd sein? Geht mir aus dem Weg, ihr Ratten. Und Sirena kämpft jetzt mit uns. Das ultimative Tag Team. Naja, Toxic Quark wäre jetzt mein Ziel gewesen, aber okay. Kleopatra werde ich jetzt locker und flockig auseinandernehmen. Ha. Easy peasy, lemon squeezy.
Ja, Pech gehabt, ihr beiden. Ihr Rotznasen. Ihr tragt ja noch nicht einmal Anzüge. So richtig aufeinander abgestimmt seid ihr zwar noch nicht, aber doch ihr seid verdammt stark. Tja. Ich kann Fordelis Argumente kaum verstehen, aber ja, ich habe ihn nicht lesen können. Selbst wenn die Intimationen stimmen, kann ich nicht glauben, dass so Superhirne wie wir dazu abgestellt werden, verirrte Radfahrts aus dem Weg zu räumen. Wir werden nicht verlieren, wir lassen euch nicht vorbei. Diejenigen, die weiterkommen, sind wir, Team Flair. Was ihr nicht sagt. Ich werde jeden einzelnen von euch aus dem Wasser kreieren. Also das Letzte ist, was wir tun. Ich werde Magnain jetzt aus dem Weg räumen. Und du, lieber Voltenso. Meine Stimme ist so verkrampft, ey. Und Dunkelnebel braucht ja kein Mensch. Ja, sehr gut gelevelt bist du aber eher wohl nicht, Serena. Lass mich dir nachhelfen. Ich hab verloren, aber das spielt keine Rolle. Lang lebe Fordelis. Selbst Niederlagen grämen uns nicht sonderlich. Wir haben ja noch Meister Fordelis. Serena. Ich glaube, ich spinne. Was machst du denn hier? Es tut mir leid. Ich weiß ja, dass ich euch eher ein Klotz am Bein sein werde. Aber wir sind doch schließlich Freunde. Und Freunde lassen einander nicht im Stich. Es tut mir leid. Du hast dich bis hierher durchgeschlagen, obwohl es so gefährlich ist. Ich habe deine Gefühle nicht berücksichtigt. Du hast recht. Wir sind Freunde und wir sollten zusammenhalten. Monsieur, sie kann uns mit uns kommen, nicht wahr? Klar. Ich wusste, du würdest nichts dagegen haben. Monsieur R und ich gehen vor und du kommst nach, okay? Okay, danke. Dann gehen wir mal ganz weit nach unten. Und da sind schon wieder diese Rotzlöffeln. Unser großartiger Plan ist noch nicht aufgegangen. Wir können uns keine Unaufmerksamkeit erlauben. Flair, Flair, Team Flair! Das sind doch echte Psychopathen, ey. Irgendwann ist jetzt Schluss mit lustig. Wir werden jetzt mal Irokex auseinandernehmen. Ja, Psyaugon ist jetzt auseinandergenommen worden. Also, sie hat noch ein weiteres Pokémon, Aquana. Aber das Hundemann mache ich euch schon platt für dich.
damit du nicht mehr so viel aufräumen musst. Meister Flotilis ist für uns alle wie eine hoffnungsspendende Sonne. Wo ist denn das Phlogiston in meinem Herzen hin? Geht's noch weiter nach unten? Ja, Karl, wir müssen die ultimative Waffe stoppen. Okay, da ist es auch schon. Das Tor zum Sache. Ein elektrisches Schloss? Was machen wir da? Das könnte vielleicht nützlich sein. Wenn man mal mit einem Rätsel nicht weiterkommt, löst diese Maschine es für einen. Ich habe sie von Citro bekommen. Sie funktioniert allerdings nur ein einziges Mal. Elektrische Schlösser und Rätsel sind ja im Prinzip das gleiche, oder? Oh, das Schloss ist aufgegangen und die Maschine ist wirklich hinüber. Wow, Sanna, du und Citros Maschine. Ihr seid beide auf jeweils eigene Art sehr beeindruckend. Hier sind wir also endlich. Dort drin ist das legendäre Pokémon. Helfen wir ihm. Ja, wir werden es helfen. Aber erst im nächsten Part, Leute, denn jetzt wird es spannend. Jetzt geht es um alles oder nichts. Der große Kampf wird im Kokon dann stattfinden, im nächsten Part. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge, dann, wenn wir dann das Tor dann öffnen. Und wir werden das legendäre Pokémon, das hier im Kokon gefangen gehalten wird, befreien. Und hoffen wir, dass dann dass der Plan dann endgültig aufgehen wird und Flordelis Plan endgültig zunichte gemacht wird. Wir sehen uns im nächsten Part, dann geht es dann direkt weiter. Ich weiß, der Part war jetzt etwas kürzer, aber wenn juckt, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann geht es dann direkt richtig episch weiter gegen Flordelis. Und noch das Pokémon, das jetzt natürlich in Kokon gefangen ist. Wir werden es hoffentlich im nächsten Part befreien. Bis dahin, haut rein. Euer Red Pokétendo. Ciao!